So, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ich freue mich, dass ihr heute gekommen seid. Ich heiße Maureen von der KHG Jugend, für die, die mich noch gar nicht kennen. Viele neue Gesichter, welcome, welcome. Ja, heute haben wir ein Follow-up von der letzten Debatte. Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Also, unser Special Guest hat in Oxford promoviert und ist auch unser österreichischer Kontaktmann für die Oxford Center of Apologetics. Er ist sehr close mit einem unserer letzten Gäste von der letzten Woche, John Lennox, eine Veranstaltung, die sehr erfolgreich ökumenisch organisiert wurde. Viel mehr bekannt ist er dafür, dass er der Leiter ist vom Zacharias Institut. Without further ado, einen großen Applaus für Christian Hofreiter. Ich glaube, ihr könnt es mich hinten auch ohne Mikro hören, gell? Cool, ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Jetzt ist mein kurzes Herz stehen geblieben, als ich gehört habe, ich promoviere gerade, immer noch nicht schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so eine Prüfung geschafft habt, ich weiß nicht, große Prüfung, was weiß ich, die Mediziner haben gerade die Bato-Prüfung geschafft oder so, und dann träumt man, die Unterlagen sind verloren gegangen, man muss nochmal antreten. Also ich bin sehr erleichtert, dass das nicht der Fall ist. Wie gesagt, letzte Woche, Mittwoch, gab es eine große Veranstaltung, die ab morgen schon verboten wäre. Und zwar hat es so ausgehört, ich weiß nicht, wer war dort? Ja, okay, einige waren dort, so ein bisschen über die Hälfte waren dort. Das Audi Max war voll, bis auf den letzten Platz mit am Rand stehenden Menschen. Und das war eine Diskussion zwischen Rudolf Daschner, der Wissenschaftler des Jahres schon mal war in Österreich, emeritierter Mathematikprofessor, Nationalratsabgeordneter, Autor von ganz vielen Büchern und der sich selbst als frommen Agnostiker bezeichnet, so sagt er, und rechter Hand John Lennox, eben auch Mathematiker, auch emeritiert, Universität Oxford, der auch viele Bücher geschrieben hat, und der sagt, ich bin Christ und das ist auch vernünftig, moderiert hat die Barbara Fleißner. Und heute soll es in einem etwas kleineren Rahmen die Gelegenheit geben zum persönlichen Austausch, deswegen auch die Idee, dass es Kleingruppen gibt und dass ihr das im kleinen Seminar noch zerpflücken könnt, die verschiedenen Argumente und eure eigenen Fragen ausdiskutieren könnt. Ich glaube, nach den Kleingruppen kommen wir dann nochmal ins Plenum zusammen und dann wird noch weiter diskutiert. Also heute ist wirklich der Abend, die eigenen Fragen, die eigene Perspektive, die eigenen Zweifel vielleicht auch zur Sprache zu bringen und einzubringen. Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? So hieß der Titel des Podiumsgesprächs. Und das ist in der heutigen Zeit ja schon nicht so ganz selbstverständlich, dass man darauf auch mit Ja antworten kann, wenn man ein denkender Mensch ist. Wenn man die Wissenschaft liebt, wenn man kritisch denkt, wenn man skeptisch ist, dass man sagt, ja, es ist tatsächlich vernünftig, auch an Gott zu glauben. Insbesondere die Religionskritiker, die sehr, sehr laut sind, vielleicht nicht die feinste Klinge haben, aber doch sehr, sehr laut sind, wie zum Beispiel ein ehemaliger Nachbar von mir in Oxford, Richard Dawkins, der das so formuliert. Glaube ist letztlich eine Überzeugung mangels an Beweisen. Er sagt so, Glaube ist eine faule Ausrede, ein Vorwand, nicht mehr denken und seine Überzeugungen rational begründen zu müssen. Glauben bedeutet, überzeugt zu sein, trotz, ja vielleicht sogar wegen mangelnder Belege. So sprach Richard Dawkins. Wenn diese Definition des Glaubens stimmt, muss ich sagen, bin ich auch nicht mit dabei. Also diese Art von Glauben, die gibt es vielleicht, ich vermute sogar, dass es sie gibt, aber das ist nicht der Glaube, der historische christliche Glaube ist. Das ist nicht der Glaube, der den christlichen Kirchen gemein ist, sondern der historische christliche Glaube hat eine ganz andere Struktur, ganz andere epistemische Struktur. Ich werde einen Aspekt des Vernunftgedankens besonders beleuchten, nämlich den der Naturwissenschaft. Im Englischen hieß die Naturwissenschaft ja ursprünglich Natural Philosophy. Also es kommt eigentlich eine Philosophie, aber eben jetzt der Natur. Natural Philosophy, ursprünglicher Begriff für Natural Science.
Und aus diesem Bereich der Naturwissenschaft, der ja das große Gegenpol ist für Richard Dawkins, der sagt eben, Glauben ist das Gegenteil vom Denken, vom naturwissenschaftlichen Denken, vom einzig belastbaren Denken. Er führt das als Gegensatz ein, damit ist er nicht der Erste, diesen Mythos, dass Naturwissenschaft und Glaube einander widersprechen, den gibt es ja schon lange, seit mindestens 200 Jahren geistert der herum. Und deswegen setze ich hier an. Drei Aspekte möchte ich vor allem diesem Eingangsreferat beleuchten. Erstens die Praxis der Naturwissenschaft, zweitens die Möglichkeit der Naturwissenschaft, drittens die Ergebnisse der Naturwissenschaft. Punkt 1, die Praxis. Ganz einfache Frage, weil oft suggeriert wird, je klüger man ist, je naturwissenschaftlicher man denkt, je brillanter man ist als Naturwissenschaftlerin oder als Naturwissenschaftler, desto weniger wird man an Gott glauben. Und das stimmt einfach nicht. Das ist der einfache erste Punkt, ist, dass es nicht stimmt. Wenn man nämlich fragt, was glauben Top-Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, dann ist es überhaupt nicht so, dass die Brillanz in der wissenschaftlichen Forschung korreliert mit dem Glauben an Gott. Ein illustratives Beispiel, eine Universität, die ich eben besser kenne, weil ich lange dort war. Alle vier, in diesem Fall alles Herren, sind Professoren. Haben alle einen Lehrstuhl inne, oben rechts, der schon zitierte Richard Dawkins, Emeritus für Biologie. Art Louis ist der Director of Graduate Studies, Professor für theoretische Physik, auch an der Universität dort. John Lennox wurde auch schon erwähnt und Peter Atkins, Mathematiker, Wissenschaftsphilosoph und Atkins Chemiker. Die beiden links, ganz fest überzeugte Atheisten, die sagen, der Atheismus, der Materialismus ist die einzig richtige Weise, das Universum zu betrachten. Die beiden rechts, ganz fest überzeugte Christen, die sich auch öffentlich der Diskussion stellen und an großen Universitäten der Welt Vorträge dazu halten und sich Debatten stellen. Alle sind zumindest gut genug, dass sie einen Lehrstuhl in Oxford bekommen. Das ist noch nicht das Maß aller Dinge, ja, aber es ist zumindest ein gewisses Mindestkriterium von naturwissenschaftlichen Errungenschaften. Ja. So, ein Beispiel noch, James Watson. Ich komme mal ganz ins Bild. James Watson und Francis Collins. Im linken Bild ist James Watson zusammen mit Francis Crick. Die haben ja für die Entdeckung der Doppelhelixstruktur des DNA-Moleküls den Nobelpreis bekommen, wohlverdient. Wobei eine Frau wird auch mit dem Spiel, wird meistens unterschlagen. Ja. Das haben einige schon aufgepasst, ja, wohl verdient. Also, die waren zwar mit dabei, aber hier wird er deshalb erwähnt, weil dieser Watson auch dann später der erste Direktor des Human Genome Projects war. Also, das Projekt, wo zum ersten Mal das menschliche Genom dekodiert wurde, das menschliche Erbgut. Als er dann abgetreten ist, hat Francis Collins von ihm übernommen. Francis Collins, also der nächste Direktor. James Watson, ganz überzeugter Atheist, als sein College in Cambridge eine Kapelle, eine Chapel bauen ließ, hat er seine Mitgliedschaft zurückgelegt und gesagt, er spendet nie wieder einen Groschen oder einen Pfund. Rechts, Francis Collins war Atheist, hat als Atheist Medizin studiert und ist dann im Laufe seines Promotionsstudiums, hat einen PhD, nein, Physik hat er zuerst begonnen, also Promotionsstudium, PhD Physik, wurde er vom Atheisten zum Agnostiker und schließlich zum Christen. Hat dann umgesattelt, hat Medizin studiert und wurde Forscher in Medizin und hat eben dann das Human Genome Project geleitet. Also beide aus ihrer Biografie sehr unterschiedlich. Der eine bis zum Lebensende vehementer Atheist, der andere beginnt als Atheist und als naturwissenschaftlicher Forscher, Physiker, findet er zum Glauben an den christlichen Gott und leitet dann später das Human Genome Project. Heute ist er übrigens Leiter der National Institutes of Health, die ungefähr 30 Milliarden Dollar jedes Jahr an Forschungsmitteln zu verteilen haben. So, dieser Collins schreibt Folgendes, ein Buch von ihm, Scientist Presents Evidence for Belief, The Language of God, schreibt Folgendes. Ist im modernen Zeitalter der Kosmologie, der Evolution und des menschlichen Genoms eine tief zufriedenstellende Harmonie zwischen der wissenschaftlichen und der spirituellen Weltanschauung möglich? Ich antworte darauf ein lautes Ja. Meiner Ansicht nach besteht kein Konflikt darin, ein rigoroser Wissenschaftler zu sein
und an einen Gott zu glauben, der ein persönliches Interesse an jedem einzelnen Menschen hat. Wichtig ist hier, dass also Collins nicht nur irgendwie an einen Gott der Physiker glaubt, irgendwie an einen Gott im Sinne eines Urgrundes einer fernen ersten Intelligenz glaubt, sondern dass Collins sagt, nein, es ist durchaus rational, rigoroser Wissenschaftler zu sein und an einen Gott zu glauben, der Interesse hat, ein persönliches Interesse an jedem Menschen. So, das war der erste Punkt, ganz kurz. Hervorragende naturwissenschaftliche Leistungen präjudizieren nicht, ob jemand an Gott glaubt oder nicht. Es gibt ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher, die das tun und andere, die das nicht tun. Was für mich naheliegt, dass es per se mit der Naturwissenschaft selbst nichts zu tun hat oder zumindest nicht in dem Maße ist, dass es entscheidend wäre. Zweitens, die Möglichkeit der Naturwissenschaft. Eine Grundlagenfrage, warum ist Naturwissenschaft überhaupt möglich? Hier, ich glaube, das wurde auch in dem Gespräch zwischen Lennox und Taschner zitiert, Einstein, der sagt, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Und das hat Einstein sehr beschäftigt, das hat er immer wieder erwähnt, darauf hat er hingewiesen, das kommt aus Physics and Reality in den 30er Jahren, er schreibt einige Jahre später an seinen Freund Maurice Sullivan, du findest es seltsam, dass ich die Begreifbarkeit der Welt als ein Wunder oder ein ewiges Geheimnis betrachte. Nun, a priori, wäre eine chaotische Welt zu erwarten, die vom Verstand gar nicht begriffen werden. Es wäre zu erwarten, dass die Welt nur insoweit Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei, als wir sie durch unsere Intelligenz ordnen. Eine Ordnung dieser Art wäre wie die alphabetische Ordnung der Wörter einer Sprache. Mit anderen Worten, die Ordnung wäre reine Setzung durch den menschlichen Verstand, durch Konvention. Ihr kennt alle Buchstabensuppe, ja? Habt ihr schon gegessen? So, weil wenn jemand eine Buchstabensuppe isst, ohne das Alphabet zu kennen und gebeten wird, diese Buchstaben in eine Ordnung zu bringen, würde immer was anderes dabei herauskommen. Es liegt nicht im Wesen des A selbst begründet, dass das A vor dem B kommt und das B vor dem C. Das ist reine Setzung. Diese Ordnung wird nur projiziert, wird nur geschaffen durch den ordentlichen menschlichen Verstand. Im Gegensatz dazu ist die Art der Ordnung, die von Newtons Gravitationstheorie geschaffen wird, völlig anders. Selbst wenn die Axiome der Theorie von Menschen gesetzt werden, setzt der Erfolg eines solchen Unterfangens ein hohes Maß an Ordnung in der objektiven Welt voraus. Und das wäre a priori nicht zu erwarten. Dann schreibt Einstein diesen bemerkenswerten Satz, das ist das Wunder, das ständig zunimmt, je mehr unser Wissen zunimmt. Also es gibt ja die Vorstellung, dass Gott der Lückenbüßer ist. Ja? Alles das, was wir nicht erklären können, das haben wir, das hat Gott gemacht. Und alles, was wir erklären können, da brauchen wir als Gott nicht mehr dazu. Und genau das Gegenteil ist in Einsteins Argumentation der Fall. Er sagt, nein, je mehr wir verstehen, je mehr wir sehen, wie gut geordnet, wie gut verständlich das Universum tatsächlich ist, wie tief diese Ordnung hineingeht, ins ganz Kleine und ins ganz Große, desto mehr staunen wir über dieses Wunder, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Es gibt ein ganz berühmtes Paper dazu von einem Mathematiker, ebenso wie einem Nobelpreisträger, der über die unreasonable effectiveness of mathematics schreibt, Eugene Wigner. Die enorme Nützlichkeit der Mathematik, schreibt Wigner, grenzt an das Mysteriöse. Es gibt keine rationale Erklärung dafür. Das Wunder der Angemessenheit der Sprache der Mathematik zur Formulierung physikalischer Gesetze ist ein wunderbares Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen. Das ist wieder nur ein ganz kleines Blitzlicht auf ein Phänomen, über das die klügsten Köpfe der Wissenschaftsgeschichte einstellen. Wegen und so weiter, sich viele Gedanken gemacht haben
und wo sie sagt, da ist etwas Mysteriöses dahinter, etwas, das sich uns nicht erschließt, das uns letztlich zufällt, das wir aber nicht begründen und erklären können. Die Frage, die sich daraus in Bezug auf die Gottesfrage ergibt, ist, passt dieser Befund, passt diese Beobachtung, passt dieses Phänomen besser in ein rein materialistisches Weltbild oder erklärt es sich besser, ist es stimmiger mit einem Weltbild, wo hinter der Materie Geist steht, ein Ursprung, ein Schöpfer steht. Dritter Punkt, und das wird dann eine ähnliche Denkfigur sein, die Ergebnisse der Naturwissenschaft, da nehme ich ein paar Ergebnisse der neueren Naturwissenschaft heraus und stelle die Frage, deuten diese möglicherweise als ein Indiz auf Gott hin? Das ist ein Bild von einem Planeten, der sehr heiß ist, oder vielleicht einem Stern sogar. Jedenfalls soll es uns ein bisschen an den Urknall erinnern, es soll den Urknall evozieren, ja? Den konnte man noch nicht fotografieren. Und da sehen wir ein paar so Galaxien. Wir kennen alle mehr oder weniger das Standardmodell der Kosmologie, dass also wenn wir den Pfeil der Zeit umkehren könnten und die Zeit rückwärts laufen lassen könnten, dann würden die Universen, also die Galaxien, die immer weiter auseinandertreiben, auch soweit wir sehen können, immer näher zusammenrücken, bis dann sich ein extrem dichter Ball aus Masse und Energie herausbilden würde, der immer kleiner wird, kleiner als ein Golfball, kleiner als ein Atom, kleiner als das kleinste Atom, der kleinste Bestandteil eines Atoms. Und ganz am Anfang ist die Singularität. Und davor kann die Wissenschaft auch in ihrer Theoriebildung nicht zurückgehen, weil selbst die Zeit beginnt mit dieser Singularität. Und was jetzt in der Naturwissenschaft seit, sagen wir, seit 55 Jahren beschrieben wird, ist folgendes Phänomen. Dass wenn man in diesem Standardmodell Überlegungen und Gleichungen anstellt, sich zeigt, dass sehr viele der Dinge, die beim Urknall erst festgelegt werden, weil davor gibt es ja nichts, sehr viele dieser Konstanten, sehr viele dieser Relationen zwischen den Konstanten fein abgestimmt sein müssen, dass überhaupt Leben möglich ist auf der Erde. Nicht nur auf der Erde, sondern überhaupt im Kosmos, dass es überhaupt Sterne geben kann und Planeten geben kann und schwere Elemente geben kann. Ganz, ganz vieles muss sehr fein abgestimmt sein. Das heißt, es gibt einen Korridor von Möglichkeiten, und nur sehr wenige dieser Möglichkeiten führen überhaupt zu einem Universum, das potenziell fruchtbar sein kann. Referenzliste wäre hier, also 74, das erste Paper in Nature, also das große Paper 79 in Nature, das erste Paper 74, erste große Monographie 86, und bis heute wird zu diesem Phänomen publiziert. Spannend zu lesen auch für Nichtwissenschaftler, insoweit nachvollziehbar, als dass man die Denkstrukturen sehr gut nachvollziehen kann. Zumindest bei den Autoren, die klar schreiben. Einer, der sehr klar schreibt, ist Martin Rees, meines Wissens Atheist oder Agnostiker, einer der herausragendsten Naturwissenschaftler Großbritanniens, wurde in den Adelstand erhoben. Sogar Lord Rees heutzutage war lange Zeit President der Royal Society, dort ein Nachfolger von Isaac Newton zum Beispiel. Und 99, das ist schon einige Zeit her, schrieb er ein Buch über Just Six Numbers. Sechs Konstanten, von denen er sagt, diese sechs Zahlen sind ein Rezept für ein Universum, mehr noch das Resultat hängt von ihrer Größe ab. Wenn eine von ihnen nicht fein abgestimmt wäre, würde es keine Sterne geben und kein Leben. Ein Beispiel sei nur herausgegriffen, und zwar die Relation zwischen der Masse in dem jungen Universum und der Energie, mit der das Universum auseinandertreibt. Wenn das zu schnell geht, dann gibt es einfach ein homogenes Gas, es bilden sich nie Sterne, dadurch gibt es nie die Kernschmelze, durch die schweren Elemente entstehen. Es bleibt also ein Universum mit zwei, drei Elementen, ganz ein fades homogenes Gas, es passiert nichts, ein steriles Universum. Wenn es zu langsam geht, dann zieht Masse an und es kollabiert wieder in sich
und man hat einen Big Crunch, es ist nicht genug Zeit, dass sich Sterne bilden, dass sich Planeten bilden, dass sich die Sternelemente bilden. Das heißt, es muss genau richtig sein. Und die Frage ist, was heißt genau richtig? Ist jetzt das so, naja, 50-50, Glück gehabt, die Münze ist auf der richtigen Seite gelandet, kommt er vor, oder 1 in 10 oder 1 in 100, also vielleicht Schätzungen, wer bietet mehr, 1 in 100 habe ich schon geboten, kann jemand da 0 drauflegen? Na, ist das Einwegstraße, keine Mitmach. Freunde, es kommt dann noch ein Rätselspiel, müsst ihr da mitmachen. Also zum Beispiel eine Sekunde nach dem Urknall ist die Wahrscheinlichkeit, sagt Lord Rees, 1 in 10 auf 15. Das ist 1 mit 15 Nullen, 6 Nullen eine Million, 9 Nullen eine Milliarde, also 1 Million Milliarden. Das heißt, wenn ich 1 Million Milliarden Golfbälle habe und einer davon unsichtbar markiere und dann sage, bitte wähle einen dieser 1 Million Milliarden Golfbälle aus, ein Versuch, nur wenn der richtige Beweisversuch ausgewählt wird, gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass ein Universum mit Sternen und Planeten entsteht. Jetzt kommt auch diese Zahl, kommt 1 in 10 auf 15, kommt von Rees. Wenn man versucht, das zurückzurechnen, das sind die Berechnungen dann schon viel strittiger, aber wenn man versucht, das zurückzurechnen auf die Planck-Zeit, also 10 auf minus 43 Sekunden nach dem Urknall, da muss es natürlich noch genauer fein abgestimmt sein, weil eine Abweichung so früh dann zu größeren Konsequenzen später führen würde. Gibt es einen Astrophysiker in Cambridge, der sagt, es wäre so ungefähr 1 in 10 auf 60 die Wahrscheinlichkeit. Und das ist eine völlig unvorstellbare Zahl. 60 Nullen. Kann man sich nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Deswegen jetzt diese Schätzung, Frage, da gibt es jetzt entweder oder, deswegen kann man jetzt zwischen den Stühlen sitzen. Gibt es mehr Sterne im Universum oder mehr Sandkörner an den Meeresstränden der Welt? Mehr Sterne im Universum, nicht mit freiem Auge von Wien aus sichtbar, sondern überhaupt mit unseren besten Teleskopen erahnbar, oder gibt es mehr Sandkörner? Wer vermutet, es gibt mehr Sterne? Okay, wer vermutet, dass es mehr Sandkörner gibt? Okay, eine ganz mutige, ja, und die anderen, ein paar halten sich nur bedeckt, ja, wer sagt, ich mache nicht mit um keinen Preis. Okay, die zeigen nicht auf, logischerweise. Ja. Und es ist gar nicht so weit auseinander, wie man meinen würde. Ich habe sorgfältigerweise gestern Nacht nochmal nachgezählt. Also die erste Schätzung stammt natürlich in diesem Fall stammt sie von der ESA, European Space Agency, die sagt, es gibt 10 hoch 22 Sterne. Das ist ziemlich viel, ist die untere Schätzung. Aber jetzt, wie viele Sandkörner gibt es? Es gibt 5 mal 10 hoch 21. Also ungefähr die Hälfte nach dieser Schätzung. Diese Zahl stammt von einem Herrn, der sich The Math Dude nennt und als solcher im Internet publiziert. Und zwar rechnet er so, ein Kubikzentimeter Sand hat ungefähr 8000 Sandkörner und dann wie viel Quadratkilometer Strand gibt es und dann hochgerechnet kommt man auf 5 mal 10 hoch 21. Ja, das ist also, wer da recht hat, ist unerheblich. Von der Größenordnung her ist es für uns interessant. Wir wollten nämlich die Zahl 10 hoch 60 illustrieren. Und selbst mit den Sternen im sichtbaren Universum sind wir davon 38 Zehner Schritte entfernt. Ja? Also das Universum müsste mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10, 38 mal 10 mal größer sein. Und dann würde ich wieder sagen, diesmal bitte wähle einen Stern aus. Oder wir machen es mit den Sandkörnern, machen wir zuerst mal 2, dann haben wir gleich viel mehr Sterne und dann machen wir wieder 38 mal 10er Schritte. Sagen wir, ein Sandkorn ist unsichtbar markiert. Such es aus. Also man kann sich nicht vorstellen, wie verschwindend gering die Wahrscheinlichkeit in diesen Fällen ist. Gut, es gibt noch mehrere so Beispiele, ich werde die anderen jetzt nicht in dem Einführungsvortrag erwähne, nur kurz darauf hinweisen. Es gäbe zum Beispiel die sogenannte Hoyle-Resonanz.
die sehr Fred Hoyle vorhergesagt hat, die dann auch experimentell nachgewiesen wurde. Da geht es darum, wie man eben bei dieser Kernschmelze von 2 Helium über das Beryllium mit einem neuen dritten Helium dazu zum Kohlenstoff kommt. Auch das ist ganz spezifische Feinabstimmung notwendig, erkläre ich jetzt nicht. Hoyle sagte, eine nüchterne Betrachtung der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt sich an der Physik und Biologie zu schaffen gemacht hat. Hoyle, Astrophysiker in Cambridge, und sagte, sein Atheismus wurde tief erschüttert. Aber, ich kann berichten, es ist ihm gelungen, daran festzuhalten. Das heißt, Naturwissenschaft und der Schluss auf Gott oder der Glaube an Gott ist keine gerade Linie. Das war schon mein erster Punkt. Roger Penrose, Oxforder Mathematiker und Physiker, versucht die Entropie des Anfangs bei der Singularität zu beziffern, wie unwahrscheinlich diese sei, und kommt auf eine Zahl jenseits von Gut und Böse, nämlich 1 über 10 hoch 10 hoch 123. Da kann selbst die 10 hoch 60 beiseite lassen. Also es sind ganz unvorstellbar große Zahlen und Unwahrscheinlichkeiten, also 10 hoch 22 Sterne wären es, 10 hoch 60 die Feinabstimmung von Expansionsrate und Masse im Universum in der Planckzeit, und dann das wäre die Entropie 10 hoch 10 hoch 123. So. Die Frage wäre, was liegt die Vernunft nahe? Wenn wir uns umschauen und wir finden uns vor, es gibt uns, das wissen wir schon, das ist eine Vorausbedingung, sonst könnten wir gar nicht Wissenschaft treiben und uns die Frage stellen. Wenn wir aber jetzt das Universum rundherum um uns betrachten, wir sehen, die Welt ist geordnet, sie ist verständlich. The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Wir sehen, die Mathematik eignet sich unheimlich gut, sparsam, elegant, schön, ganz komplexe Dinge darzustellen, die mit unserer Lebenswelt gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel Relativitätstheorie oder Quantenphysik. Es ist dennoch möglich. Und wir sehen, es gibt diese vielen Indizien auf Feinabstimmung. Dann kann man natürlich fragen, legt die Vernunft den Schluss nahe, dass, ja, eben, das war's. Wo passt es besser dazu? Ich sehe 5 mögliche Hypothesen, purer Zufall. Ich denke, wer sich damit befasst, länger damit befasst, muss das einfach ausscheiden. Banal zu sagen, naja, aber es musste ja so kommen, sonst hätte es uns ja nicht gegeben, das verwechselt die notwendige Voraussetzung mit einer hinreichenden Erklärung. Natürlich braucht es einen Beobachter oder eine Beobachterin, die sich die Frage stellen kann, aber das erklärt noch nicht, warum es die Beobachterin gibt. Das Beispiel, so verwende, ein Pärchen, er wird, schlimme Zeit, er wird verhaftet, standrechtlich zum Tod verurteilt, an die Wand gestellt, 50 Schützen schießen auf ihn, alle schießen daneben, das machen sie 100 Mal. Keine einzige Kugel trifft ihn, er kommt zitternden Knies nach Hause, Hansi heißt er, sie heißt Babsi. Und dann sagt die Babsi zum Hansi, Hansi, du bist da so bleich, deine Knie zittern, was ist passiert? Und da sagt der Babsi, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist, verhaftet, standrechtlich zum Tod verurteilt, an die Wand gestellt, 50 Scharfschützen schießen daneben, nicht einmal, nicht zweimal, nicht zehnmal, sondern 100 Mal. Ich kann mir nicht erklären, warum ich noch lebe. Und dann sagt die Babsi, die ist nicht ganz so einfühlsam, sagt sie, aber Hansi, das ist doch völlig logisch. Wenn sie dich erschossen hätten, dann würdest du jetzt dir nicht den Kopf drüber zerbrechen. Das stimmt, ja, aber es erklärt noch nicht, warum die 50 Scharfschützen 100 Mal daneben geschossen haben. Das heißt, dass der Hansi überlebt, ist eine notwendige Voraussetzung, dass er sich die Frage stellen kann, warum er überlebt hat, aber keine hinreichende Erklärung, warum 50 Scharfschützen 100 Mal daneben geschossen haben. Da muss man fein säuberlich denken, also das wäre ein logischer Fehler. Ja. Dann manchmal hört man, dass es nur ein scheinbarer Zufall sei, die Theory of Everything, wenn also die Quantenphysik endlich mit der Relativitätstheorie in ein System eingegliedert wird, dann erklärt sich das alles. Ich bin dort kein Spezialist, habe es mit Spezialisten diskutiert, zum Beispiel mit Art Louis, der auf einem Slide war als theoretischer Physikprofessor, also er ist nicht theoretisch, er ist Professor der theoretischen Physik, er ist faktisch, es scheint so sein, dass wenn es diese Theorie gibt, dass dann halt vielleicht nur 25 Konstanten, sondern 5, 3, 2 oder wie viele auch immer übrig bleiben, und die anderen sich gegenseitig bedingen, das würde aber nur das Maß der Feinabstimmung kumulativ erhöhen,
weil sich halt die Feinabstimmung dann auf 5, 4, 3 oder 2 Konstanten konzentriert und nicht auf 25 oder so verteilt. Also das wäre auch nicht die Lösung. Ich denke, entweder man sagt, es gibt halt ganz, ganz viele Universen und eines passt halt. Da wäre auch die Frage, wer macht die Universen? Muss der Universe Generating Mechanism auch fein abgestimmt sein, dass man die mögliche Fruchtbarkeit, Fertility und Varianz hat, dass es überhaupt das gibt? Der Professor Daschner, eben der Agnostiker, hat gesagt, die an viele Universen glauben, die sind, also sie sind verrückt, das behaupte ich nicht. Das hat er gesagt, es gibt nämlich schon sehr, sehr ernstzunehmende Wissenschaftler, die das als Theorie vertreten, wobei die Frage ist, ist es Physik oder Metaphysik? Oder eben, es weist hin auf einen Superintellekt, auf einen Schöpfer. Und das sind jetzt nur die Fragen aus der Naturwissenschaft. Es gäbe eine andere Argumentationskette auch noch, wo man dann zu einem Gott hinkommt, der eben nicht nur ein Gott der Philosophen und der Physiker ist, sondern ein persönlicher Gott, der an jedem Einzelnen ein Interesse hat, wie Francis Collins es in dem Zitat sagt. Ich hätte da eine Argumentationskette in 7 Schritten, aber die bringe ich jetzt noch nicht. Sondern jetzt gibt es die Kleingruppen, vielleicht könnt ihr selber sagen, also ist es überhaupt schlüssig, dass es da einen Gott gibt, ja? Allein auf diesen Vernunftgründen basierend. Und wenn ja, wenn es diesen Gott gäbe, wie komme ich dann von der allgemeinen Vermutung, es gibt da mehr, es gibt da eine ordnende Intelligenz, eine große Kraft hinter dem Universum, wie komme ich dann zu einem Gott, der mich was angeht und den ich was angehe? Weil das ist ja für uns nicht ganz unerheblich als Menschen, wenn es einen Gott gibt, ob ich da irgendwie vorkomme oder nicht im Leben dieses Gottes. Aber wie gesagt, das wäre dann der dritte Teil für heute Abend. Jetzt gibt es diese Gruppen. Es wurde schon erklärt. Ich glaube, jeder hat so, also du kannst es nochmal erklären. Einstweilen, vielen Dank. So, gut, dass ihr jetzt alle wieder zurück seid von euren kleinen Gruppen. Ich habe ein bisschen mitgelauscht und ja, ich war sehr fasziniert, wie tief die Auseinandersetzungen gewesen sind. Und wir freuen uns schon sehr auf eure Rückmeldungen und Fragen an den Buchhalter. So, darf ich mit der Gruppe beginnen, die draußen in der Lobby gesessen ist? Wer möchte denn eine Frage stellen? Ja, das heißt, wir müssen alle selber nachgucken. Oder einfach eine Anmerkung, wie ihr wollt. Einfach mal, was ihr zum Ausdruck bringen wollt, Empfehlung. Sehe ich auch so, stimmt, genau, das ist Kepler, das ist, da könnte er, wird gar nicht fertig. Ja. Genau. Nein, es ist tatsächlich so, dass dieser der Mythos ist eben ein Mythos, dass Naturwissenschaft und Glaube oder Religion miteinander im Wettstreit stehen oder einander bekämpfen. Das stimmt nicht, das ist konstruiert, das ist ein Mythos aus dem 19. Jahrhundert, den viele glauben, der bis heute propagiert wird, der aber nicht stimmt. Genau. Das heißt, sollte man als Christ alle möglichen Wissenschaftler zitieren können? Ja, das ist ja schlecht, das nicht, wenn man es zumindest weiß. Also wenn man das mal gelesen hat und vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen kann, dass jemand, der Luther hat, eigentlich dann mehr Theologie geschrieben, schlechte nebenbei, als Wissenschaft, da hat er sehr gute geschrieben. Aber der war viel mehr von der Gottesfrage und von der Bibel fasziniert, als selbst von der Natural Philosophy. Okay, Dankeschön. Gibt es noch weitere Anregungen von der Lobbygruppe? Okay, dann gehen wir rüber zum Studierraum.
Ja. Was habt ihr? Diskutieren wir, was möchtet ihr dem Thema vornehmen? Ja, uns ist vor allen Dingen aufgefallen, die Endlichkeit oder auch Vorläufigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis, weil auch Theorien, die wo jeder davon ausging, dass es auf jeden Fall schlimm wird, sich doch nochmal wieder geändert haben. Zum Beispiel gerade Newtons Gravitationstheorie hat man dann ja doch gemerkt, ganz so stimmt es nicht und ist zu diesem Einsteins Relativitätstheorie übergegangen. Ja, und insofern ist natürlich auch die Möglichkeit für der Wissenschaft, die Welt abschließend zu erklären, begrenzt. Man hat dann auch noch eingeworfen, die Wissenschaft erhebt ja inzwischen auch den Anspruch, die Welt insgesamt zu erklären. Und da wollten wir gerade Sie fragen, sehen Sie das eher als berechtigten Anspruch oder als Übergriff? Ja, also die Antwort liegt wahrscheinlich auf der Hand. Wenn ich gefragt werde, da findet sich sehr Kluges sowohl in diesem Buch von Herrn Daschner, das ist übrigens das sehr lesenswertes Buch, woran Glauben, und eben Lennox, wozu Glaube, wenn es Wissenschaft gibt, wissen beide und alle guten Naturwissenschaftler wissen, es gibt Grenzen. Und zwar hängen die einfach mit der Methode der Naturwissenschaft zusammen. Die Naturwissenschaft-Methode ist wunderbar geeignet, ganz, ganz vieles zu tun und ganz schlecht geeignet, anderes zu tun. Sie kann uns nicht sagen, warum wir fühlen, warum Liebe wichtig ist oder was Liebe ist. Sie kann mir nicht sagen, warum Kunst mich so tief berührt oder den Sinn des Lebens erschließt. Also ganz tief die Warum-Fragen, die eigentlich die richtigen, spannenden Fragen, kann sie einfach von ihrer Methodik her nicht beantworten. Und das ist ja nicht abwertend der Wissenschaft gegenüber, denn die Fragen, die sie beantworten kann, die sind sehr wichtig und die kann sie auch gut beantworten. Das Beispiel ist irgendein, ich glaube, es war ein Lehrer von Heisenberg, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, das berühmte Beispiel von Fischern, die ein Netz zum Fischen verwendet haben und die Maschen des Netzes waren 10 cm lang. Und sie haben daraus geschlossen, in diesem See gibt es nur Fische, die mindestens 10 cm lang sind. Weil andere Fische fangen wir nicht. Natürlich, wenn die Maschen 10 cm lang sind, wird man nur Fische fangen, die 10 cm lang sind oder größer sind. Und das ist der Fehler des Scientismus, also Scientism, der Wissenschaft etwas zuschreibt, das sie nicht leisten kann, zu sagen, nur weil es wissenschaftlich mit diesen Methoden keine Antwort darauf gibt, gibt es überhaupt keine Antwort darauf. Das heißt nur, es ist halt die falsche Methode, man braucht ein feinmaschigeres Netz, um hier andere Antworten zu finden. So würde ich es sehen, diesen Punkt. Ja, sehr schön. Also, ja, gibt es noch weitere Anregungen von Ja, wir hatten auch darüber diskutiert, also gerade wenn man jetzt über Physik redet, da werden ja auch oft mathematische Methoden benutzt und mathematische Erkenntnis, wird das quasi erfunden, wie man eine Dampfmaschine erfinden kann? Oder ist das wirklich eine Entdeckung, die unabhängig vom Menschen schon vorher bestanden hat? Das wird jetzt sehr philosophisch. Ja. Also fast schon, im Prinzip ist man Platoniker, ja, also gibt es diese Dinge. Mein eigener Ansatz wäre der eines kritischen Realismus. Das heißt, es gibt eine objektive Welt und epistemisch haben wir keinen unvermittelten Zugang zu dieser Welt, sondern immer nur vermittelt über Sinneswahrnehmungen oder Theoriebildungen. Aber es gibt eine Realität. Kritisch eben deshalb, weil es immer nur Stückwerk ist, weil es immer eben auch revidiert werden kann, weil es mit Theoriebildung, auch mit Falsifikation und so weiter zusammenhängt. Aber es gibt tatsächlich Erkenntniszugewinn, die Theorien werden besser. Also dieser kritische Realismus finde ich als Grundkonzept recht hilfreich, wenn es um die Wissenschaft geht, weil das heißt, ich bleibe nicht totaler Skeptiker, ich will forschen, ich kann forschen, ich finde auch Erkenntnisse, aber ich mache nicht den Fehler zu sagen, ich habe unvermittelten Zugang zum Ding an sich und ich beschreibe es so, wie es an sich ist und damit ist Schluss, passt der Auspunkt. Das geht natürlich nicht. Ich denke, da zu sagen, Realismus ja, aber kritischer Realismus ist aus meiner Sicht ein hilfreiches Modell. Danke. Finde ich übrigens auch bei der Theologie ein interessantes Modell. Dass auch unsere Theorie, unsere Aussage über Gott, gewiss sind sie, sie sind
beziehen sich auf Realität, aber sie sind natürlich immer per Analogia und deshalb nie erschöpfend. Danke. Dann noch Lupe beim Fokusführung, ob du vielleicht eine Erkenntnis, Anregungen haben. Also wir haben das Ganze bisschen auf unsere Ebene runtergeholt. Ja, die Philosophen nennen das die Theodizee-Frage, die Frage, wie Gott gerecht sein kann im Lichte der Ungerechtigkeit auf der Welt. Kam übrigens auch bei dem Gespräch zwischen Taschner und Lennox zur Sprache. Taschner wurde gefragt, was aus seiner Sicht das beste Argument für das Christentum sei und umgekehrt Lennox, was das stärkste Argument gegen das Christentum sei. Und Lennox hat gesagt, das stärkste Argument dagegen ist ganz sicher diese Frage des Leids und der Ungerechtigkeit in der Welt. Warum ist das das stärkste? Weil das die Menschen so persönlich trifft wie kaum ein anderes und weil es auch für sehr viel konkret gelebten Atheismus oder zumindest Protestatheismus, der eigentlich immer noch protestiert gegen diesen Gott, der das zulässt, führt. Jetzt da eine. Erstens gibt es keine allumfassende Antwort. Ich habe, glaube ich, auch schon mal irgendwo im Kaffeekarte. Also ich selber rede sehr, sehr gerne über dieses Thema, weil ich es so wichtig finde. Weil ich auch finde, dass gerade wir als Christen eine Antwort haben, die sich wirklich nicht zu verstecken braucht vor allen anderen Antworten, die Menschen versuchen zu geben. Das heißt nicht, dass alles restlos aufgeklärt ist und alles Friede, Freude, Sonnenschein wäre. Und es spielt viel mit hinein, die Frage nach dem freien Willen, der Vorausbedingung ist für Liebe, wenn tatsächlich Gott nicht Automaten wollte, sondern liebende Wesen gegenüber sein können, dann war es notwendig, ihnen einen freien Willen zuzugestehen, den sie auch missbrauchen können. Und aus dem Missbrauch des freien Willens kommen Dinge in Existenz, die Gott nicht geschaffen hat. So wie Dunkelheit nicht geschaffen werden muss, sondern einfach nur das Licht abgedunkelt werden muss, dann entsteht Dunkelheit. Der Tod muss nicht geschaffen werden, das Leben erlischt einfach. Also das heißt, die Abkehr ins Negative, es geht natürlich auf große Denker wie Augustinus und andere zurück. Das wäre ein Aspekt. Es gibt noch andere Aspekte, die ich jetzt nicht vielleicht im Detail erwähne. Was aber für mich das wirklich Besondere im Christentum ist, dass wir eines ganz sicher wissen, wenn tatsächlich Jesus Christus Gottes Sohn ist, und das ist ja die Grundaussage dessen, was wir glauben, dann ist der Gott, an den ich als Christ glaube, an den wir als Christen glauben, ganz sicher nicht ein Gott, der irgendwo in weiter Ferne herunterschaut und das Ganze beobachtet aus der Distanz, vielleicht mit Mitgefühl, sondern einer von uns wurde. Der Mensch wurde, der mit uns und für uns gelitten hat, der also Leid und Ungerechtigkeit, Schmerz, Verrat, selbst Gottesferne, selbst Gottverlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Karfreitagstext, der das in sich selbst aufgenommen hat und überwunden hat. Und das hat er für uns getan, damit wir nicht in der Gottesferne bleiben müssen, sondern mit Gott versöhnt werden. Das heißt, ich kann das Christ das Leid in all seiner Wucht ernst nehmen und sagen, wenn du sagst, diese Ungerechtigkeit ist himmelschreiend, die mir angetan wurde, die anderen angetan wurde, sage ich ja, das stimmt.
stimmt und sogar noch himmelschreiender, noch furchtbarer als du selbst es empfindest, nur der Tod Gottes selbst am Kreuz, nur der Tod des Sohnes Gottes selbst am Kreuz war eine adäquate Antwort für das, wie die Welt aus den Fugen geraten ist. Er hat sich eins gemacht, ist einer von uns geworden. Das heißt, ich nehme das Leid in all seiner Wucht und Unaussprechlichkeit und Unauflöslichkeit letztlich auch ernst. Ich relativiere nicht, ich spiele es nicht herab, aber ich bin nicht hoffnungslos, weil Karfreitag nur das vorletzte Wort ist. Auf den Karfreitag folgt der Karsamstag, das Schweigen Gottes, die dunkle Nacht der Seele, aber dann kommt der Ostersonntag, die Auferstehung. Der Tod ist besiegt, das Leid ist überwunden, die Ungerechtigkeit ist aufgelöst in der Auferstehung des Sohnes Gottes, der für uns gestorben ist. Das heißt, ich kann sowohl das Leid ganz, ganz ernst nehmen und eine Hoffnung haben, die nicht nur Jenseitsvertröstung ist, sondern die im Hier und Jetzt beginnt, weil die Auferstehung ja in der Mitte der Zeit begonnen hat, weil das Himmelreich hereingebrochen ist und schon begonnen hat mit dem Kommen von Jesus Christus und mit der Auferstehung. Und das war jetzt viel Theologie, kurz zusammengefasst, wenn ich einen Abend Zeit habe, versuche das ein bisschen in kleineren Häppchen zu servieren, aber letztlich lande ich als Christ dort und sage die Antwort. Als Christ ist nicht, dass ich jede Frage detailfrei beantworten kann, aber dass ich vertrauen darf, dass Gott es versteht, dass es ihm nicht egal ist und dass er in Jesus Christus, dem Sohn, auch die Antwort gegeben hat und das Leid und den Tod überwunden hat. Don't be shy. English is okay. Ich denke, dass ja, genau, eben, genau das, ich glaube, das Versus ist das, wenn es ein Problem gibt damit, ich pflichte dem ja bei, wäre nur dieses Versus, dass das eine oder das andere der Weg ist oder der bessere Weg ist. Es sind, glaube ich, Wege, die sich ergänzen. Das führt mich zu dem angekündigten Slide, na bitte, schöne Überleitung, weil da sieht man es wirklich, also ich zeige es einfach, wie es in meinem Denken zusammenhängt. Wenn ich beginne, mehr intellektuell mich dem zu nahen, dann sage ich, okay, was ist erklärungsbedürftig, dass es überhaupt etwas gibt, dass das Dasein vorherrscht, vorliegt, ja, ex
Existenz. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und dann Ordnung und Begreiflichkeit des Universums, die kosmologische Feinabstimmung. Auch eher philosophisch, weil noch dieser kritische moralische Realismus, der so wie der Naturalismus auf die Physik hin in der Moral sagt, es gibt Dinge, die sind objektiv falsch, auch wenn alle Menschen sie für recht, richtig hielten. Also selbst wenn die Nazis sich durchgesetzt hatten und alle überzeugt hätten, das Vernichten von sogenannten lebensunwerten Leben ist moralisch richtig, wäre es dennoch falsch. Ganz schwer das zu begründen, wenn man nicht auf Transzendenz verweisen kann. Also rein immanent, man kann es glauben, aber man kann es nicht gut begründen. Ja, viele glauben es, die keinen Transzendenzbezug haben, aber wenn sie es begründen sollten, fällt es ihnen schwer. Das wären so mehr kognitive Gründe. Ein weiterer kognitiver Grund, jetzt speziell fürs Christliche, wäre natürlich historische Forschungen. Gibt es Belege, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er die Dinge gesagt hat, die ihm zugeschrieben werden, vor allem aber auch, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist? Dann sind wir immer noch im wissenschaftlichen Denken, aber schon viel spezifisch christlicher als nur beim Gott der Philosoph. Jetzt ist die Zeit aus, offenbar. Aber mit all diesen Punkten, sei es Moral, also Philosophie über Moral, sei es historische Betrachtungen, sei es diese naturwissenschaftlichen oder wissenschaftstheoretischen Betrachtungen, bekomme ich bestenfalls Wahrscheinlichkeiten. Das sind zwar vielleicht unheimliche Wahrscheinlichkeiten, wie wir gesehen haben, 1 in 10 auf 60 und so weiter, aber dennoch, mein Leben auf eine Wahrscheinlichkeit aufzubauen, weil darum geht es ja beim Christsein, alles auf diese Karte zu setzen, sich mit Haut und Haar diesem Jesus Christus zu verschreiben, ihm nachzufolgen. Ja, folge mir nach. Das sind Wahrscheinlichkeiten meistens halt doch zu wenig. Da brauche ich irgendwie innerlich mehr. Viele von uns zumindest brauchen mehr. Und dann spreche ich einmal von einem Religionsphilosoph, Alvin Plantinga, hat das sehr schön entfaltet als epistemisches Modell, Anlehnungen bei A.C., Thomas von Aquin und bei Johannes Calvin, einen Sensus Divinitatis, also quasi einen Sinn, der in uns gelegt wurde, wo wir wissen, dass es Gott gibt und der ein Erkenntnisorgan ist, das dem Menschen geschenkt wurde durch die Schöpfung. Und dann das Letzte wäre eben diese persönliche Begegnung, der, wie ihn Rudolf Daschner genannt hat, der größte Denker Frankreichs, Blaise Pascal, war bekannt als großer Denker, als Philosoph, die Pensée und so weiter. Ja, ich habe so hat er ausgesehen. Als er gestorben ist, hat man das in seinen Rock genäht gefunden. Er hat das Zeit seines Lebens über seinem Herzen getragen und er war schon tot. Sein Diener hat ihn seinen Leichnam vorbereitet für die Beerdigung und dann fand er eingenäht in den Rock dieses Schriftstück. Und man sieht hier ein Wort, wo haben wir es? Füll. Feuer. Die Nacht des Feuers und zum Beginn dieser Schriftstück heißt, ich habe es hier auf Englisch stehen, im Jahr 1654, von 10:30 abends bis ungefähr 1:30 Uhr früh. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Gefühl, Freude, Friede, Gott von Jesus Christus, dein Gott wird mein Gott sein. Vergessenheit der Welt, von allem außer Gott selbst. Er beschreibt also eine ganz intensive Gottesbegegnung, die ihn nachdrücklich geprägt hat. Und das eine Wort, mit dem er es zusammenfasst, ist Feuer. Ja, also so wie Mose den brennenden Dornbusch sieht, so ist diese Gottesbewegung und diese Begegnung ist natürlich für Pascal noch viel, viel tiefgreifender als seine berühmte Wette, wo er sagt, es ist vernünftiger, auf die Existenz Gottes zu wetten, angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, aber er glaubt ja selbst nicht als ein Wettender, sondern er glaubt selbst, dass einer, der Gott begegnet ist. Und ich denke, das ist so in dem Zusammenspiel, wobei dann ein großer Apologet des 20. Jahrhunderts, C.S. Lewis, Oxford Man,
das wieder in eines zusammenführt, nämlich das hilft mir dann wieder bei den naturwissenschaftlichen Betrachtungen, wo Lewis sagt, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Das finde ich wirklich klug. Das heißt, ich sehe nicht nur selbst die Schönheit von Jesus Christus, ich bin nicht nur selbst ergriffen von der Erfahrung der Liebe Gottes, sondern ich sehe auch, dass das Christentum Licht wirft auf alles, die ganze menschliche Erfahrung, inklusive der naturwissenschaftlichen Forschung und ihrer Ergebnisse, inklusive aller anderen Wissenschaftszweige, inklusive der menschlichen Psychologie, des menschlichen Zusammenlebens, der menschlichen Geschichte. Das heißt, ich glaube an die Sonne eben nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil sie alles andere erhält. Und so ist aus meiner Sicht der christliche Glaube am besten begründet. Ja, es ist Erfahrung von Feuer oder kann das sein? Das kann ein persönliches, mystisches Erlebnis sein, das kann aber auch in der Verkündigung der Predigt oder in den Sakramenten und de facto ist es ja in all dem zusammen sein. Wir erleben Gottes Gegenwart und Selbstoffenbarung, aber es ist auch unser Denken mit gemeint und es erhält auch alles, das wir gedanklich durchdringen können. Und ich denke, das ist ein und das hat ja Pascal auch so gesehen, der hat ja nicht aufgehört zu denken, nachdem er diese Gotteserfahrung gemacht hatte. Im Gegenteil. Und das Einzige, was ich sagen würde, es ist nicht versus, sondern sowohl ganz scharfes Denken, wissenschaftlich, wissenschaftstheoretisch, historisch und so weiter, kritisch, und gleichzeitig ist es zutiefst betend, erfahrend, auf Gott bauend, auf den Heiligen Geist bauend. Ja, vielleicht eine letzte Frage. Also man redet von uns Christen immer, dass wir auf Christus hoffen. Und vielleicht würden das eben die eben Protestatheisten sind halt als Humbug nennen, weil Hoffnung ist ja etwas nicht Reales, man bildet sich quasi etwas ein. Aber was ist Hoffnung? Also was unterscheidet Hoffnung von Einbildung oder Glaube von Einbildung? Oh, sehr schön. Da kommt jetzt mein ganzer Vortrag zu Feuerbach. Finde ich einen spannenden Ansatz. Gibt ja diese Theorie, das ist alles nur Einbildung, das ist alles Projektion und so. Der Mensch schafft sich selber die Götter, die er braucht, weil er sich in der Welt nicht zurechtfindet und so. Und das christliche Wort Hoffnung, Elpis, ist ein wahnsinnig starkes Wort. Ist nicht so ein halbseidenes, schwummriges, naja, man hofft halt, ja, sondern ist ein unheimlich starkes Wort. Ja. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja. Größten ist die Liebe. Ja. Von diesen dreien, die Paulus erwähnt in diesem ersten Korintherbrief. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber Hoffnung ist ganz, ganz was Starkes, weil Hoffnung ist eben nicht so pie in the sky, irgendwie Wunschdenken, eines Tages wird alles besser, sondern die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist begründete Hoffnung. Sie gründet in der Auferstehung des Sohnes. Sie gründet in Ostern. Und Ostern gründet natürlich in der Menschwerdung, in Weihnachten. Aber unsere Hoffnung letztlich gründet in der Auferstehung. Deswegen ist es so wichtig, dass eben die Auferstehung nicht nur eine fromme Mär ist und irgendwie ins Gerücht, also in die Verkündigung auferstanden, sondern dass tatsächlich das Grab leer war und Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Dass er mit den Jüngerinnen und Jüngern gegessen hat. Sich hat berühren lassen, dass er tatsächlich den Tod überwunden hat und dass er aufgefahren ist in den Himmel, von dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, diese Hoffnung, die wir als Christen haben, ist eben eine Hoffnung, die in der Mitte der Geschichte wurzelt. Und dadurch unterscheidet sie sich von einer so vagen Jenseitsvertröstung, weil die gibt es ja auch eben bei Marx, ne? Also die Forderung des wirklichen Glücks, ja, die Aufhebung der Religion fordert das wirkliche Glück im Hier und Jetzt. Und diese Jenseitsvertröstung, Opium des Volkes, ist eben nicht recht. Damit hat er nicht ganz unrecht. Dieses Problem gibt es ja, dass die Reichen und Mächtigen sagen, naja, halt jetzt ruhig, im Jenseits geht es auch besser. Da hat er gut beobachtet, ist in der Geschichte immer wieder so vorgekommen. Aber die
christliche Hoffnung ist eben eine, die tatsächlich bereits in der Mitte der Zeit begonnen hat. Und das, damit wird es auch zur Wahrheitsfrage. Was ist mit Jesus passiert? Ja, jetzt kommt Ostern. Super Gelegenheit, auch mit Freunden, Kolleginnen, Kollegen von mir in ein Gespräch zu kommen und sagen, du, was wäre, wenn der Echte auferstanden ist? Was wird das ändern? Ja, könnte es sein? Weil die Frage ist natürlich auch, wie kann man sich die Entstehung des Christentums erklären, ohne leeres Grab und ohne Begegnung mit dem Auferstandenen? Ja, kurze Antwort, überhaupt nicht. Man kann es sich nicht erklären. Es ist dort was passiert. Und darauf gründet unsere Hoffnung. Es ist nicht eine wahre Hoffnung. Unsere Hoffnung ist eine vage Hoffnung. Es ist eine begründete Hoffnung, weil das Grab leer ist. Daher ist es auch geschafft.